damit herzlich willkommen zu Let's Play Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Und an dieser Stelle sind wir ja letztens stehen geblieben. Und nur einer hat den zweiten Test bestanden, sagt Wakashimazu gerade. Ja, in der letzten Woche hatten wir nämlich ein Testspiel, was wir ja 3-0 gewonnen haben. Da haben wir ja mit dem guten Hyuga, der rechts steht, neben Wakashimazu, gewonnen. Mal schauen, was diese Woche so weitergeht und ob wir es in die Mannschaft schaffen oder nicht und wie die Story dann weitergeht. Denn in der Hauptstory haben wir ja mit Nankatsu den Titel gewonnen. Hier hat es Toho gemacht und hätten wir wen anders gewählt, wahrscheinlich wären die dann Meister geworden. Ja, aber wir schauen jetzt einfach mal, wie es weitergeht und wo uns die Story hinführt. Und damit drücken wir auf automatisches Starten und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei der Story und ich hoffe, dass ich in dieser Folge ein bisschen mehr reden kann als in der letzten Folge, weil da durfte ich fast gar nichts sagen von der Story her. Aber ich hoffe, dass es diese Folge ein bisschen anders ist. Also, los geht's. Daga. Dakara toitte shitsubou suru na. Kore kara mo chance wa nando to naku aru. Tsugi koso sono chance wo mono ni dekiru you ni mainichi renshu ni hagemu nda. Ii na. Yoshi. Sore ja konkai no senbatsu tetsu de nokotta senshu wo hatpyou suru. よくやったな。さすが、俺からボールを奪っただけのことはある。よろしく頼むぜ。期待してるからな。俺がキャプテンのヒューガだ。実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まるんだが、そのリーグ戦に参加するにあたって新たな戦力を探していてな。今回の選抜テストはそのためだったってわけだ。お前も知っている通り、俺たち東邦学園は全国大会で優勝した。つまり俺たちは王者だ。どんな強豪と戦うことになっても負けることは許されねえ。その負けられないチームの一軍に入ったんだ。練習も試合も決して楽なもんじゃねえ。だがその分得られる経験は下で練習してる何倍にもなる。それにそのリーグ戦は今度やるっていう国際大会の代表選考も兼ねてる。活躍次第ではもしかするとってこともある。いいか、今持てる力を振り絞って俺たちに食らいついてこい。おいおい、自信ありすぎだ。まあその息で頑張れよ。よし、それじゃあ俺たちも早速練習を始めるぞ。目標はもちろんニューヒーローリーグの全勝だ。みんな行くぜ。はい。Ja, wenn du die Schwierigkeit... Okay, gut. Okay. Ja, dürfte ich jetzt. Dankeschön. Danke! Also. Wir haben das erste Ligapartie in der neuen Heldliga gegen Minamiuva MS. Okay. Ja, wir können uns jetzt ein Trainingsvideo angucken, ein Taktikvideo oder das Spiel beenden. Wir gehen natürlich auf die nächste Partie und fangen an und wollen natürlich die erste Liga-Partie in der neuen Heldliga, beschissener Name, natürlich gewinnen. Und darum schauen wir jetzt, wie es weitergeht in der Story. Weiter zur nächsten Partie, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wen wir auch hier alles kennenlernen werden in der Story. Welche neuen Charaktere oder alten Charaktere. Mal schauen. Neue Heldliga, erster Tag.
ここに来ることになるなんてな。ランカスとの決勝戦からそれほど日は経ってないはずなのに、なんだかすごく昔のような気がするぜ。それにしてもまたヒューガさんたちとここで一緒に戦えるんですね。僕はすごく嬉しいです。ハードな練習すごく頑張ってたけど、体は大丈夫？やっぱりそうだよね。僕も最初はものすごくきつかった。それにヒューガさんのしごきは特にハードだから。タケシ、聞こえてるぜ。ヒューガさん！あの程度で音を上げてるようじゃまだまだだぜ。今より上手くなりたいなら歯を食いしばって俺たちについてこい。いいな。そろそろ開会式だ。みんな行くぞ。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策ではそれらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい。選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。心の準備はできてるな。はい、バッチリです。これから戦う相手は強豪ばかりだ。全国優勝した俺たちといえど油断できる相手はいない。むしろ全国大会の雪辱を果たすために死に物狂いでかかってくるはずだ。決して甘く見るな。はい、もちろんです。よし、俺たち東邦学園の勝つサッカー、王者としての戦いを日本中に見せるぞ。はい。どうだ、緊張してるか。Wir nehmen mal die untere Antwort. Gachi gachi じゃねえか。いいか。試合が始まったらビビってる暇なんかねえぞ。サッカーに一番必要なのは誰にも負けない強い気持ちだ。
それを忘れるな。Entschuldigung, Hyuga, dass ich ehrlich war. Pff, Arsch. Jo! Omae ga Hyuga Kojirou da na? Omae wa tashika Ishida da na? Sochi ni iru no ga Forward no Takei ka? Chugaku Sakka o daihyou suru Striker ni shitte moraete iru to wa na. Masu masu taoshi gai ga aru tte mon da.ここでお前たち東方学園を倒せば実質全国ナンバーワンと肩を並べるってことになる。今日の試合勝たせてもらうぜ。そうはいくか。返り討ちにしてやるぜ。ええ、負けませんよ。それにしても1年生がスタメンとはお前のチームも案外層が薄いらしいな。本当に大丈夫なのか。へえ、実力勝負だって言いたいわけか。いいだろう、その自信へし折ってやるぜ。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって行われるレベルの高いリーグ戦だ。その中で大きく活躍をすればたくさんの選手がお前に興味を持つだろう。そうなればそいつらと知り合いになって交流を深めることもできる。その中で競い合えるライバルを見つけられればきっとお前の成長の助けになるはずだ。さあ張り切っていくぞ。Okay, wenn du von einem Schwierigkeitsproblem. Ah, okay. Ich würde lieber die Kombo wählen. Die hat drei, also da gibt es drei Kombos und das ist gar nicht mal so schlecht. Würde ich mal sagen, also bestätigen wir das. Ja. Dann lassen wir das mal so. Okay. Okay. Dann geht es jetzt los mit dem ersten Spiel in der neuen Heldliga. Mal gucken, wie es für uns läuft im ersten Ligaspiel. Ich hoffe ja, dass wir gewinnen können. Aber ich unterschätze sowieso keinen Gegner, auch wenn wir Hyuga in unserer Mannschaft haben. Aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht. センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド東方、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津くんを中心とした堅固な守備からテクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド南宇は4人で中盤を構成する形になっています。テクニシャン石田くんを中心として攻守に統率の取れたチームです。前線に構える武井君は得意の空中戦でゴールを脅かします。まもなくキックオフです。
Und damit geht es los. Das erste Spiel im großen Turnier. Okay, könntest du? Danke. Und da haben wir schon mal welche stehen gelassen und der erste Schuss. Aber der geht nicht rein. Schade. Und da können wir den Ball jetzt doch gewinnen. So, dieser. Nein! Jetzt versuchen wir mit unserem Spieler den Ball zurückzugewinnen. Scheitern aber. Wir haben gerade Probleme, den Ball zurückzuholen, können ihn aber zurückgewinnen. Aber verlieren ihn mit Hyuga. Das ist natürlich ganz schlecht. Und da können wir ihn gewinnen. Da legten sich Hyuga selbst vor. Ah! So, da können wir den letzten stehen lassen. Den zweiten. Und. Schöne Kombination, aber leider. Kein Tor. Und jetzt haben wir den Schuss mit Yoga. Und er ist drinnen. 1-0 für uns. Durch Yoga. Gut durchgesetzt, den Ball gewonnen auf der Außen und dann das Tor gemacht. Kiba, unser Mann. Und wir können den Ball gewinnen. Da verliert man mit Hyuga den Ball. Können aber hier den Ball wieder zurückgewinnen. Da können wir den ersten stehen lassen. Aber den zweiten nicht. Ah. Und aktuell auch nur einen C. Nein, und da verlieren wir wieder den Ball. Und da können wir den Ball jetzt nicht aufhalten. Und da kommt der erste Schuss. Aber Wakashimasu hat ihn. So. Er ist für mich stehen gelassen. Sprinten wir mal. Lassen den nächsten stehen. Und jetzt können wir mit Kunuga den Tigerschuss auspacken. Aber der geht nicht rein. Und da können wir mit Kiba den Kopfball machen, aber der geht auch nicht rein. Da verlieren wir leider den Ball. Kiba daneben. Dann können wir den Ball auch nicht gewinnen. Aber hier können wir den Ball gewinnen. Dann können wir die Vorlage machen für Hyuga. Und er ist drinnen. 2-0. Schöne Vorlage von Kiba und Hyuga macht das wichtige 2-0. Und wir haben gleich Halbzeit.
Da können wir den Ball gewinnen. Und da ist die Halbzeit. Und wir können direkt weitergehen in die zweite Halbzeit. Los geht's. Können leider nicht gleich mit über dem Ball gewinnen, aber jetzt schon mal hin. Oh, das war ein ganz schlechter Ballverlust von Kiba. Und jetzt, komm. Da kommt der nächste Schuss. Aber unser Mann ist dazwischen. Und den hat Wakashima so. Schön. Mit dem können Hyuga gleich verwerten, aber das war nix. Oh, und der geht direkt durch zu unserem Mann. Nein, und da können wir nicht den nächsten stehen lassen. Um nochmal einen Schuss zu wagen. Den haben wir aber. So. Ah, und den nächsten wieder nicht aussteigen lassen können. Okay. Jetzt lassen wir ihn mit Kiba stehen. Aber ich konnte keinen Pass spielen. Jetzt haben wir ihn aber. Um ihn gleich wieder zu verlieren. Und jetzt können wir ihn wieder zurückholen. Da können wir. Wir verlieren ihn mit Hyuga. Um jetzt wieder zu gewinnen. Und wenn wir den nächsten stehen lassen. Und bevor wir die Flanke spielen können zu Hyuga, werden wir geschossen. Und jetzt haben wir ihn. Und wir verlieren ihn wieder. Das ist da bis jetzt ein Spiel zum Vergessen. So, jetzt haben wir ihn vorbeigelegt. Und jetzt in den Tigerschuss die Vorlage und er ist drinne. Jetzt haben wir es geschafft. Die Vorlage für Hyuga in den Tigerschuss hinein. Und das ist das Tor von Kiba. Ah, das Tor von Kiba, das Tor von Hyuga. Meine ich natürlich, aber das Spiel ist bis jetzt. Ah, das ist nichts. Das ist gerade nichts. Also wir. Klar, wir führen 3-0, aber das ist. Kein schönes Spiel. Und der. Wo geht der denn hin, Hyuga? Also, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber da können wir gleich den Ball gewinnen. Um ihn gleich wieder zu verlieren. Das hat natürlich Sinn gemacht. Jetzt aber. Da können wir den ersten stehen lassen, aber den zweiten nicht mehr. Um jetzt den Zweikampf nicht zu gewinnen. Oh. Also mit Kiba können wir gerade gar nicht ins Spiel. Wir haben eine, ich sag mal, gelungene Aktion mit der Vorlage.
Aber jetzt verlieren wir schon wieder. Das ist das. Ist ja ganz schlecht. Und verlieren ihn wieder. Aber wir gewinnen, aber es war kein schönes Spiel von uns mit Kiba. Wir haben uns eigentlich mehr auf Hyuga verlassen und das ist nicht ganz so der Sinn, glaube ich, dieser Story. Aber okay, gehen wir weiter. Wir haben eine Vorlage, das nehme ich schon mal als, ich sag's mal, kleine Motivation für uns mit. Ja, und da sehen wir gerade die Werte Schuss C, Dribblings B. Okay, das ist schon mal ganz gut. Pässe S. Auch in Ordnung. Blocks B, damit kann ich auch ganz gut leben. Abgefangene Bälle D, das ist nicht ganz so. Und Tacklings C ist auch nicht ganz so schön. Aber dafür wenigstens eine Spielerbewertung von A. Das ist ganz gut. Ja, und gut, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts, ne? Gehen wir einfach mal weiter und schauen uns das an. Freundschaft. Okay. Okay. Also wenn wir S haben, haben wir halt die besten Werte. Sagen wir es mal so. Schauen wir mal, wie es jetzt in der Story weitergeht. ヒューガ小次郎、とんでもねえやつだ。あいつをフリーにするわけにはいかないし、かといって徹底的にマークすれば、他の選手に自由に動かれる。これがチーム力の差か。それだけじゃないぜ、石田。何？東方学園の強さの中心は、ヒューガさん、キャプテンの勝つために全力を尽くす姿勢だ。俺たちはそんなキャプテンを信じて団結してプレーをしている。だから強いんだ。なるほどな。よく覚えておくぜ。まだリーグ戦は始まったばかりだ。次の試合も頑張れよ。ああ、お互いに頑張ろう。 どうした石田、なんだか嬉しそうじゃねえか。へっ、いい目標が見つかったからな。これから練習のしがいがあるぜ。キャプテンとしてチームを率いる姿勢、俺も見習わせてもらうぜ。ヒューガ、そして次は高校サッカーで勝負だ。それにしても、 この俺がまさか1年生にテクニック勝負で負けるなんてな。今年の夏は上には上がいることを思い知らされてばっかりだぜ。だがこの悔しさは絶対に忘れないぞ。これをバネにして高校サッカーでは日本一になってやるからな。 グラウンドの端から端までって、こうやって走ると結構な距離だな。ほら、どうした？こんな程度で息が上がってるようじゃまだまだ鍛え方が足りねえぞ。あとダッシュ10分だ。行くぞ。さすがキャプテン、すごい足腰だな。僕たちだって負けていられません。行きましょう。お、 そら、行ったぞ。パスだ。
遅い。そんなのんびりボールを持っていたら一軍では通用しないぞ。試合では一年生だからって容赦してくれないからな。たけし、こいつと交代だ。はい。さっきのプレーはキャプテンの言う通りだ。ボールを持ってから次のプレーを考えていたのでは遅いんだ。いいか、こうしてベンチにいるときに両チームの選手たちのプレーをよく見ておけ。みんなのパス回しでの動きやプレーの癖、ボールをもらうために走り出すタイミングやサイドチェンジのキック力、そういうものを頭に入れておくんだ。そうすれば次に自分がどんなプレーをすべきか、その判断が早くなる。試合中いちいち全体を確かめている暇はない。だから練習の間にそのイメージを作り上げておくんだ。いい返事だ。今のお前は東邦学園の一軍の選手なんだ。当然要求されることも厳しい。降格したくなければ必死に頑張れ。いいな。よし、もう一回だ。こっちに来い。ほら頑張ってこい。よし、今日の全体練習はここまでだ。それぞれクールダウンして上がっていいぞ。いや、お疲れ様。確かに僕もお腹ペコペコだよ。今日の夕食の献立は何だろうね。けど君は思ったより体が強いね。疲れよりもまずお腹が空いたなんてさ。この調子ならすぐに一軍の練習についていけるようになるよ。そうだ、夕食の後一緒にランニングに行かない？学校の外だけどランニングにちょうどいいコースがあるんだ。うん、それじゃまた後でね。お待たせ。それじゃ行こう。それじゃ、あとはお風呂に入って寝ようか。明日もまた練習だし。あれは…これだけ練習して…ボールに触れることもできないなんて。若島ず、疲れて動きが鈍ってるぞ。そろそろ上がるか。いえ、もう少し、もう少しお願いします。仕方ないな。うん、たけし、たけし、いつものランニングの帰りか。はい、今日は彼にも付き合ってもらいました。そうか。お前も知ってる通り、たけしは1年生だが一軍のレギュラーだ。サッカーに年齢は関係ねえ。大事なのはチームの勝ちに貢献できるかどうかなんだ。お前もそういう選手を目指せ。いいな。そうだ、チームは自分が勝たせるくらいの気持ちを持ってやれ。よし、俺たちはもう少し練習していく。お前たちはもう戻って休め。はい、失礼します。それじゃまた明日な。
So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr herausgefunden über Kiba, über die Toho Academy und wie das Ganze dort eigentlich abgeht. Also wie die sich motivieren für jedes Turnier und. Und ich muss sagen, vielleicht ist das sogar ein bisschen zu viel Druck, den Hyuga da ausübt auf den Leuten, aber also der für ihn ist das jetzt schon Profisport und das an einer Mittelschule. Ich weiß ja nicht, aber gut. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Jetzt geht es erstmal im zweiten Ligaspiel gegen Hanawa, gegen die beiden Brüder, gegen die Tachibana-Brüder. Aber ihr kennt es ja schon. Da brauche ich euch ja nichts vormachen. Es geht in der nächsten Folge erst weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem mega gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würden wir uns auch über ein kostenloses Abo freuen. Ihr findet hier alles von Horror bis Sportspiele und Survival Games. Also hier ist alles drauf zu finden. Schaut euch um auf dem Kanal, schaut auf die Playlists, klickt durch, was euch gefällt. Was ich nur sagen kann ist, erwartet nicht zu viel. Wir sind immer noch am Anfang, wir finden uns immer noch mit dem Kommentieren, mit dem, ich sag's mal, mit dem Let's Playen an sich. Aber wenn euch das gefällt, würden wir uns wirklich über ein Abo freuen. Und dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Captain Tsubasa Rise of a New Champions im zweiten Ligaspiel der neuen Heldenliga gegen Hanawa. Und dann auf Wiedersehen und euch einen schönen Samstag, wenn ihr es an dem Samstag schaut. Ciao.